Für gerade einmal 35 Euro verkauft Aldi hier diese Smartwatch. Günstige Uhren gibt's viele, aber die hat sogar ein überraschendes Feature. Doch die kommen mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Medion ist ja sicherlich so der Inbegriff von der Billigmarke. Oder habt ihr irgendwas zu Hause, was ihr von dem Hersteller so richtig feiert? Falls ja, dann schreibt es mal gern in die Kommentare. Bei Aldi läuft seit vielen Jahrzehnten rund, aber hier entscheidet man sich für ein eckiges Design, genauer gesagt für ein quadratisches Design, sodass sie auf den ersten Blick so ein bisschen an eine Apple Watch erinnert. Auf den zweiten Blick hinkt der Vergleich aber schon deutlich. Wenn man da so drauf guckt, sieht man erstmal die dicken Bildschirmränder, das noch dickere Kinn hier unten. Es ist ein relativ kleines Display mit einer Diagonale von 1,3 Zoll und zudem sieht das jetzt auch nicht alles so unbedingt modern aus. Es handelt sich hier um Polycarbonatgehäuse, das heißt, es ist Kunststoff. An der Seite haben wir hier eine Funktionstaste und ansonsten sieht das einfach aus wie eine Smartwatch von ganz schön vielen. Die gibt es auch nur in der Farbe und beim Band entscheidet man sich hier für ein schwarzes Silikonarmband. Dank dem Pinnenverschluss kann man das zum Glück leicht austauschen. Also wenn ihr das so ein bisschen individualisieren möchtet, dann kriegt ihr bei Amazon auf jeden Fall ein paar Alternativen. Was ich aber tatsächlich ein bisschen überraschend finde und noch so noch nie gesehen habe, hier ist irgendwie so ein kleiner Schutz drin, der soll hier wohl für die Kontakte dienen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht, habe ich so aber noch nie gesehen. Und ja, wie man hier auf der Unterseite lesen kann, sie ist nicht nur CE-zertifiziert, sondern sie hat auch ein IP68 Rating. Das heißt, sie ist gegen Staub und Wasser geschützt. Man kann damit also problemlos duschen gehen oder auch mal schwimmen gehen. Viel langweiliger geht es eigentlich nicht und das gilt auch so ein bisschen für das Display. Wie gesagt, sind es 1,3 Zoll in der Diagonale und es handelt sich um ein TFT-Display. Die Auflösung beträgt vermutlich 240x240 Pixeln. Aldi gibt das tatsächlich nicht an. Man landet so bei einer Pixeldichte von 260 ppi, was so okay scharf ist. Mittlerweile kriegt man bei einem Mi Band 7 zum Beispiel auch schon eine höhere Auflösung von 326 ppi. Es ist ein TFT-Display und kein AMOLED-Display, was man bei einem Mi Band 7 in der Preisklasse durchaus schon bekommen kann. Und es ist tatsächlich auch nur in 3 Helligkeitsstufen einstellbar, was ich ein bisschen wenig finde und es ist somit auch nicht das hellste Display. Dadurch, dass es kein AMOLED-Display ist, haben wir nicht die beste Ablesbarkeit und auch kein Always-On-Display. Das heißt, es geht nach 5 Sekunden schon immer aus und das nervt mich tatsächlich mega, denn das kann man auch nicht ändern. Ändern kann man dafür aber das Watchface. Es gibt aber insgesamt nur 3, inklusive dem einen, was hier natürlich schon vorinstalliert ist und das ist dann natürlich auch nicht sonderlich viel Auswahl. Von der Bedienung hier bin ich auch so ein bisschen genervt. Es ist aber einfach nicht das, was ich gewöhnt bin. Ich kann hier auf die Funktionstaste drücken auf der Seite, die hat aber nur eine Funktion und das ist eine Zurückfunktion. Das heißt, ich mache damit eigentlich immer nur das Display aus oder wenn ich ins Menü gehe, komme ich so zurück zum Watchface. Ich bin das fast gewohnt, dass wenn ich da drauf klicke, dass sich das Menü öffnet. In die Richtung muss ich dann hier rüber wischen. Wenn ich in die andere Richtung wische, dann kriege ich hier die Schnelleinstellungen, was ich auch nicht so gewöhnt bin. Ich kenne das eigentlich, dass das hier kommt, wenn man runterzieht. Da sind dann aber Nachrichten zu sehen und wenn ich hier nach unten gehe, dann bekommt man diese Komplikationen, also zum Beispiel eine Übersicht von den aktuellen Fitnessdaten. Die kann man allerdings in der Reihenfolge oder in der Auswahl auch nicht anpassen. Die Funktionen sind mit einem Blick ins Menü relativ schnell abgehakt. Wir haben hier einen Wecker, wir haben einen Timer, wir haben eine Wettervorhersage und wir haben auch Musiksteuerung. Das ist so eine Funktion, die bietet zum Beispiel die deutlich teurere Fitbit Versa 4 nicht. Dafür hat die aber ein paar andere Qualitäten. Welche das sind, das haben wir hier in dem Video erklärt. Auch in den Einstellungen sieht es mau aus. Mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt es hier leider nicht. Dafür haben wir aber natürlich ein bisschen Sport- und Gesundheitstraining. Tracking, da ist zum Beispiel eine App für Atemübungen, da ist ein Herzfrequenzsensor drin und natürlich auch ein Schrittzähler. Und es gibt Sportmodi, 8 Stück an der Zahl. Und wenn ihr euch ein bisschen auf dem Smartwatch-Markt auskennt, dann wisst ihr, das ist ziemlich wenig. Da kommen wir jetzt aber zu dem Feature, was diese 35 Euro Smartwatch ein bisschen besonders macht. Und zwar hat man hier GPS integriert. GPS ist natürlich Positionsbestimmung und das soll euch bei einem besseren Tracking eurer Sporteinheiten helfen. Das kennen wir so schon von anderen Uhren, aber ich habe bisher noch nie eine Smartwatch getestet, die GPS für den Preis anbietet. Von den 8 Sportmodi, finde ich immer noch ein bisschen lustig, nutzt GPS dann hier Laufen draußen, Spaziergang draußen und auch Fahrrad draußen, habe ich hier gesehen. Ansonsten kann man aber auch Cricket spielen, klar, oder schwimmen gehen. Und ich war mit der Uhr natürlich auch laufen und habe das GPS ausprobiert und ich war tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, dass es nicht ein kompletter Reinfall ist. Was schon mal ein bisschen ätzend ist, ist, dass der GPS fix, also die Dauer, bis er eure Position bestimmt hat, ziemlich lange ist. Ihr könnt es euch hier vielleicht schon erahnen. Will man da, wenn man gerade ready to go ist, morgens in der Kälte um 6 Uhr, will man dann so lange warten, bis er das GPS wirklich gefunden hat? Das muss man auch nicht unbedingt machen. Man kann es auch einfach überspringen und einfach hoffen, dass er es während des Laufens dann findet. Das war dann bei mir auch der Fall, aber dann war die GPS-Diagnose
Messungen nicht so präzise, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe hier als Referenzmaterial die Apple Watch SE, die ich seit über 2 Jahren jeden Tag am Arm trage. Und wir haben dann in den Messungen, ich habe beide gleichzeitig beim Laufen getragen, so einen Unterschied von gut 1 Kilometer in der Distanz, damit auch einen leichten Unterschied in den Schritten und auch im Energieverbrauch. Die Pace, die wird mir im Nachhinein gar nicht in der App angezeigt. Zu der App komme ich aber gleich, die ist nämlich, ich verrate es noch nicht. 1 Kilometer Unterschied sind ein bisschen ärgerlich. Es ist tatsächlich besser als bei manch anderen teureren China-Uhren, die ich bisher getestet habe, die auch ohne GPS nochmal deutlich schlechtere Ergebnisse liefern. Hier kann es also durchaus daran liegen, dass der GPS-Fix so lange gebraucht hat und ich ihn übersprungen habe, dass er wirklich etwas später angefangen hat zu tracken, aber auch dann ist es nicht wirklich ein Pro-Argument für das GPS hier. Um das dann zu überprüfen, wo vielleicht das Tracking angefangen habe, habe ich dann in die Medion Fitness App reingeguckt, mit der man die Smartwatch hier koppeln muss, und dann hat man da hoffentlich einen guten Zugriff auf seine Daten, und dann sind das die Daten, die man hier bekommt. 4 Stück an der Zahl. Also wenn ihr zum Beispiel Adidas Running oder jede andere Fitness-App auf dem Markt benutzt, wisst ihr, dass ihr deutlich mehr Datensätze in jeder anderen App bekommt. Zumal hier sogar die Einheiten fehlen. Also wie viel Kalorien, was für Kilojoule, Kilokalorien, Heartrate ist 167 und Entfernung 8224. Was denn, würde mein alter Mathelehrerin sagen, Ochsenschwänze oder so? Wer weiß. Hier gibt es dann den GPS-Button und hier wurde ich dann positioniert. Wo? Am Endpunkt. Wo ist dieser Endpunkt? Der liegt irgendwo zwischen Nordatlantik und Südatlantik. Das hilft mir also auch nicht wirklich weiter. Und da sind wir schon bei der App, die wirklich fürchterlich ist. Sie sieht relativ clean und modern aus. Die ist aber nur clean, weil sie kaum Funktionen hat und kaum Sachen, die man hier einstellen kann. Unter den Geräteeinstellungen haben wir die Möglichkeit, Benachrichtigungen zum Beispiel zu aktivieren, was auch funktioniert. Ich kann hier Benachrichtigungen von Nachrichten oder zum Beispiel von Anrufen bekommen. Ich kann sogar Anrufe ablehnen, wenn ich möchte, aber nicht annehmen. Und bei Benachrichtigungen wird der Text natürlich richtig angezeigt, aber es werden keine Emojis dargestellt. Es wird einfach gar nichts dargestellt, ist nicht mal so ein Fehlersymbol oder so. Und ansonsten kann ich nur entscheiden, ob ich die Musiksteuerung wirklich benutzen möchte oder das Wetter synchronisieren möchte. Da muss ich also noch zustimmen, dass ich die paar Apps, die hier drauf sind, auch wirklich nutzen möchte. Ansonsten kann diese App nicht wirklich viel. Ich habe ja gesagt, dass die Uhr mir ein bisschen bekannt vorkommt und vielleicht habt ihr es inzwischen schon geschrieben, aber mich hat die schon auf den ersten Blick an die Willful Smartwatch erinnert, an diese Uhr. Nein, es ist nicht die Medion Live P4000, wie ich sie hier im Arm habe, sondern eine andere Uhr, die wir schon mal im Video zum Amazon Bestseller Nummer 1 unter den Smartwatches vor 2-3 Jahren hatten. Wie ihr es hier sehen könnt, ist das quasi die gleiche Uhr bzw. eine sehr, sehr ähnliche Uhr, und das konnte ich auch damit bestätigen, dass ich die Medion-Uhr mit der Very Life Fit Pro App, die eine generische App für solche Smartwatches ist, koppeln konnte. Sie wurde davon auch erkannt, und das war schon so ein Zeichen, das mir verraten hat, okay, Aldi nimmt hier einfach quasi so eine OEM-Smartwatch, so eine fertig produzierte Smartwatch, und koppelt das dann einfach mit seiner eigenen App und verkauft das dann. Der einzige und der wichtigste Unterschied ist dabei, dass diese Uhr hier GPS hat und die nicht. Ohne GPS bekommt man die sogar schon deutlich günstiger, auch von anderen Herstellern. Willful ist nur eine Marke von vielen, die findet man so auf Amazon. Ja, GPS ist ein wichtiges Feature, gerade zum Sporttracking ist das echt ein mega Vorteil. Es ist dann hier aber auch nicht gut genug, um den Kauf zu rechtfertigen. Wenn euch GPS wirklich wichtig ist, dann greift lieber zur Redmi Watch 2 Lite. Die kostet dann zwar knapp 50 Euro, macht aber alles besser als diese Uhr und hat sogar ein ziemlich gutes GPS für den Preis für unter 50 Euro. Und wenn ihr GPS nicht braucht, dann nehmt einfach ein Xiaomi Band 7. Es kann so einfach sein. Das passende Video verlinken wir hier an dieser Stelle. Lasst mir gern einen Kommentar da, ob ihr irgendwas von Medion habt, vielleicht sogar dieses Smartwatch, vielleicht seid ihr sogar damit zufrieden. Vielleicht bin ich mittlerweile ein bisschen zu picky nach so vielen Sachen, die man getestet hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!